Ich dachte gerade, der wollte ihn überfahren. Wahrscheinlich, er will ihn zusammenschlagen. Lauf! Wahrscheinlich pennt der andere schon und um 1 Uhr morgens. Das hätte man auch am nächsten Tag machen können. Egal. Energie im Arsch. Ganz egal. Ich überlege gerade, ob es eine gute Idee war, das wirklich jetzt schon abzuliefern. Oder ob wir nicht da vielleicht... Ach, der steht natürlich auch um 1 Uhr morgens nach am Briefkasten. Ist ja auch der Kontaktmann. Keine Frage. Hey, warte mal. Hey. Bubuna. Komm mal rüber. Lurbapi. Chinamann. Ja, guck mal, was ich gerade in der Fußgängerzone auf dem Bürgersteig gefunden habe. Fipsi-Mu. Zart. Zartaduni. Ausgezeichnete Arbeit. Das ist ein wunderschöner Schmuck für meinen Kamin-Teams. Und hier ist die versprochene Belohnung. Und du erhältst der... Hallo? Verdienst von Fridolin. 35 Visumpunkte, 500 Simoleons und 10 antike Münzen. Ein paar neue Schuhe wären da mal angebracht, so oft wie man hier hin und her laufen muss. Ach, ich... Nein, das... Nein, ich will es gar nicht wissen, was das für einer da ist. Das ist da... Nein. So, hat sich ja gelohnt auf jeden Fall, dass wir die ganze Ausrüstung gekauft haben. Das war ja jetzt auch ein sehr kompliziertes Unterfangen. Da hätten wir ja, also Jahre hätten wir da drin verbringen können. So, folgendes, wir gehen sofort schlafen. Okay, ich glaube, ich spule mal ein bisschen vor, das dauert mir gerade ein bisschen zu lang. Da. Gut, da. Schneller schaffen. Los, schlaft schneller. Träumt gefälligst was Schönes. Von Müll. Er träumt von Essen, sie träumt von Müll. Er von CDs, sie von Diamanten. Und sie von Rechnern und er wieder von Essen und sie von Obst. Ah ja. Die alten Nerds. Fitness-Nerds, Fehler in der Matrix. Aufstehen! Ach, der Frido ist nicht mal annähernd ausgeruht. Und die Sabrina stinkt wie ein alter Zossen. Ach, ekelhaft. Und Frido, den Schlömpel, findet das verdorbene Essen in seinem Inventar absolut widerlich übrigens, ne? Außerdem hat da jemand unter der Bettdecke gepupst, so wie es da aussieht. So, ich wollte mal ganz kurz gucken. Das verdorbene Essen in seinem Inventar. Was ist denn das? Der Geburtstagskuchen. Chinesen freuen sich über Geburtstagskuchen, wenn man den einfach irgendwo hinstellt. Das ist einfach so eine Tradition. Verdorbener Geburtstagskuchen in China. Das wissen selbst die Chinesen nicht. Aber das ist einfach, das hat einfach so eine ganz lange Tradition, hat das schon. Wenn ich den jetzt nur irgendwo hinstellen könnte, wäre das natürlich schön. Zum Beispiel hier auf diesem besonderen chinesischen Tisch. So, dann haben wir... Fridolin hat übrigens seinen Kakadu mitgenommen in den Urlaub. Naja, gut. So, weiter schlafen. Gibt's denn hier irgendwo... Ach, eine Badewanne gibt's da. Pass mal auf, Sabrina... Ich möchte dir wirklich sehr ans Herz legen, dass du hier mal bitte ein Bad nimmst. Und danach kannst du auch gerne pinkeln und danach kannst du auch gerne was essen. Das Zeitalter des Drachen. Ach, kannst du das nicht klauen? Alles klauen. Alles mitnehmen für zu Hause. Snack essen, Müsli und danach gleich zum Training fahren. Denn solange wir die Gelegenheit noch haben... Warum nicht mit jemandem plaudern? Wer nölt denn hier die ganze Zeit herum? Hm.
So, sie nimmt gerade ein Bad. Fridolin pennt natürlich noch nach seinen Erlebnissen in der Gruft, ist ja klar. Der muss dann auch unbedingt was essen. Er sieht nicht mehr ganz so glücklich aus. Harndrang und so geht ja alles noch. Ob wir heute noch eine Aufgabe schaffen? Ich weiß es gar nicht. Weil der Urlaub ist doch dann zu Ende. Aber ich glaube, eine Aufgabe reicht auch. Und ich überlege wirklich, ob ich dann... Entweder lasse ich das wirklich Fridolin machen, dass der dann hier so ein, auch so ein... Nebenbei noch so ein Weltenbummler wird. Oder wir machen uns dafür einen eigenen Char, den wir dann immer auspacken, wenn er wieder auf eine große Mission muss. Und der sich dann zu Hause dann irgendwie so ein... Ne, hier so ein Reliktschrank oder sowas anlegt. Habt ihr da eine Idee, wie man da erstellen könnte? Ich wüsste jetzt schon vielleicht wen, aber vielleicht habt ihr da eine eigene Idee. Einfach mal posten, würde mich mal interessieren. Vielleicht habt ihr da eine bessere Idee als ich gerade. Ich hätte sogar zwei Ideen. Die könnte man dann sogar als Ehepaar oder als WG könnte man die irgendwo hinsetzen. Wäre eigentlich eine lustige Sache. Die könnten dann auch abwechselnd immer auf solche Sachen gehen, aber das, erstmal gucken, was ihr dazu sagt. Also du jetzt, ne, was du dazu sagst, das wäre mal ganz interessant. So, jetzt aber hier zu Ende schlafen, du alter Dorscht. Ach, ich dachte, er hat sich gerade so einen Stinketeller genommen. La 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 la. Und Sabrina, die wird heute mal wieder... Haben wir noch eine andere Kampfkunstakademie? Nee, dann hat die irgendeinen Wunsch in der Richtung. Eine China-Pfanne essen. So. Dein Urlaub ist in 12 Stunden zu Ende. Mache dich gefasst, Reisender. So, Fridolin ist aufgestanden und ganz vital beginnt er hier den Tag. Machen wir erstmal ein Bad nehmen, kann er ja auch machen, dann kann er auch mal das Klo benutzen. Und anschließend können wir ja auch mal ihm was zu essen geben. Ein Müsli reicht dann ja auch wahrscheinlich. Sozialbalken ist gerade nicht so hoch. Aber wir sind auch nicht zum Quatschen oder zum Entspannen im Urlaub, ne? Wir wollen ja hier Abenteuer erleben. Hey, lass mich durch und ich verprügel! Das hört sich an wie diese chinesischen Traditionslieder, die er singt, ne? So, Sabrina, wo bist du? Bist du schon auf dem Weg? Jawohl! Mit ihrer schmucken Karre, wo hat sie die denn her eigentlich? Ach, cool! Ist schon ganz cool gemacht eigentlich, kann man ja nichts sagen. Ist ein bisschen wie Pixelurlaub, ne? Wollte ich... Ach ja, ist ja auch. Naja, egal. So, Sabrina, komm. Beeil dich. Du hast ja keine Zeit zu verlieren. Wo ist das überhaupt? Ich finde mich überhaupt nicht zurecht. Ach, hier sind wir schon. Gut, dann geh doch mal bitte wieder hier trainieren. Dann haben wir das auch schon mal. Und Fridolin ist gerade Happer machen. Ich hoffe, das reicht auch. Eine Schüssel Müsli gegen den Hunger. Ich glaube ja eher nicht. Sag mal, was ich habe. Ja. Yay, Boo. Earth Snow. Lass mich essen, du Spasti! Hardu. Ganz sauer. Tasse. Mann, scheiße. Ich glaube, der Fridolin hat heute keine gute Laune. Die verbotene Stadt besuchen, das können wir nochmal schnell machen, das geht ja alles. Aber sonst hat der Fridolin ja heute nicht mehr so viel auf dem Plan. Nudeln mit Sauerkraut. So, Fridolin. Oh. Dann besuch du doch heute mal die verbotene Stadt. Hm.
Der Herrscherplatz. Der Markt. Gehen wir mal auf den Herrscherplatz. Na, sieht's denn heute schon besser aus mit deinem gelben Gürtel? Der gelbe Dan. Ich schaff dich, du mieses Stück Holz. Deine Mutter war ein morscher Ast. Ich finde das so süß, wenn sie mit ihrem Patschehändchen so drauf prügelt. Da fehlt eigentlich noch Haare ziehen, so als Klischee. Aber sie steigt ja gleich auf, haben wir doch... Sie steigt gleich auf ins Krankenhaus, wie es aussieht. Wo ist denn der blaue Balken hin? Ach, da ist er wieder. So, bei ihm sieht das auch nicht sehr viel besser aus. Der schlägt wie ein Mädchen. Was ist das denn bitte? Der Superforscher. Ach, Laufband haben wir auch. Das ist natürlich sehr gut. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wie Sabrina sich verbessert, damit der blaue Balken voll wird. Und dann kann sie nämlich mal richtig Action machen. Na los! Schlag den Balken! Zeig deinen Zorn! Unleash the Dragon! Ich hau dich! Du böser Balken! Du bist so unwirsch! Ich möchte dich vermöbeln! Glückwunsch! Sabrina hat für die Fähigkeit Kampfkunst soeben Level 3 erreicht. Sabrina kann jetzt den orangefarbenen Gürtel beim Kampfkunsttraining tragen. Aber sehr viel eindrucksvoller sieht das jetzt auch nicht aus. Schade. So, Fridolin spielt Schach. Ach Mensch, hat er sich einen... Kann er sich einen Lebenswunsch erfüllen, wenn ich mich so recht... Ja, genau, Logikfähigkeit verbessern. Also einen Wunsch erfüllen ist ja kein Lebenswunsch. Nach China kommen, um Schach zu spielen. Der Junge hat eindeutig Stil. Huch. Tag verschönert bekommen. Von ihm da oder Lemtai Duforn Wagner. Edgewagner? Lerny Torduval. Ha, ich wünsche dir einen schönen Tag. Der Tag ist schön. Alter, chinesischer Philosoph sagt, nur schöner Tag ist guter Tag. Ja, an sich auch so. Schöner Tag, auch dir. Guter Mann. Jetzt spielen die ja tatsächlich Fangen. Wie heißt der Typ? Kann ich den nämlich im Schach schlagen? Wie heißt denn der? Wie heißt denn der? Zanzu. Schachspielen mit. Zanzu. Mann, die Chinesen sind schon so ein Supervölkchen. So, möge der Bessere gewinnen, in Klammern Fridolin. Weiß eröffnet, ne? Also du fängst an und ich ziehe mal nach mit meiner schwarzen Seele. Oh, klassische Eröffnung mit dem Bauern. Stümper. Also, dann hab ne Idee. Wenn ich jetzt den auf A2... Nee, warte. Ah, guck mal hier, du, ne? Sind wir schon 10 Züge weiter auf einmal. Konzentration. Die beiden Kontrahenten befinden sich in fortwährender Konzentration, versuchen sich gegenseitig abzulenken durch Geräusche und Imitationen und füßeln unter dem Schachtisch. Ein genialer Schachzug von Herrn Schlömpel.
Sein Kontrahent scheint irritiert und geht in die Verteidigung. Beide spielen heute ohne Stoppuhr. Das sieht man selten. Ah, Schach. Aber keine brenzlige Situation. Hat Fridolin etwa verloren? Was?